Moderne Kraftfahrzeuge bieten ein hohes Maß an Sicherheit, Komfort und Leistung. Souveränität für die unterschiedlichsten Fahrsituationen und Witterungsbedingungen. Damit wir zügig und bequem reisen können, ist ein hoher technischer Aufwand nötig. Trotz gestiegener Sicherheitsanforderungen sollen die Fahrzeuge immer leichter werden und weniger Kraftstoff verbrauchen. Kleinere Bauteile müssen immer größere Kräfte übertragen. Schmiedeteile mit hoher Präzision sorgen für sichere Kraftübertragung, auch wenn es richtig zur Sache geht in schwerem Gelände mit höchsten Belastungen. Im harten Alltag moderner Lkw und Spezialfahrzeuge ist Zuverlässigkeit gefragt. Schmiedeteile übertragen solche Kräfte. Ihr durchgehender Faserverlauf sorgt für optimale Bauteilfestigkeit. Unser Fertigungsprogramm umfasst konventionelle Schmiedeteile, warm- und kalt umgeformte Präzisionsschmiedeteile und Teile von automatischen Nährstufenpressen. Der Blick in ein Fahrzeug zeigt die Vielseitigkeit geschmiedeter Teile. Ob für den Antriebsstrang, als Ausgleichskegelräder im Differential oder als Exzenternocken für die Spureinstellung, als Achsmuttern, als Teile für Motor und Lenkung. Als Zahnräder in Schaltgetrieben oder als Teile in Automatikgetrieben. Schmiedeteile überzeugen durch hohe Präzision, lange Lebensdauer und hohe Wirtschaftlichkeit. Hier im Sauerland, in landschaftlich schöner Umgebung, ganz in der Nähe von Biggetalsperre und Erholungsgebiet Nordhelle, werden die Teile hergestellt, die die automobile Welt bewegen. In nahezu allen Automobilen in Europa und Übersee leisten Seissenschmiedteile einen Beitrag an der technischen Funktion. Der 1846 in Plettenberg gegründete Betrieb entwickelte sich schnell zu einem dynamischen Unternehmen. Heute verfügt Seissenschmiedt über großzügige Produktionshallen mit modernstem Maschinenpark und über einen Stab von mehr als 200 hochqualifizierten Mitarbeitern. Auf vollautomatischen Mehrstufenpressen können jährlich 40 Millionen Teile, in der Kaltumformung 10 Millionen Teile hergestellt werden. Hinzu kommt noch die Produktionsleistung der einstufigen Spindelpressen. Geplant und entwickelt werden die Produkte im Team. Erfahrene Spezialisten erarbeiten Lösungsvorschläge, die hinsichtlich rationeller Fertigung, Qualität und Wirtschaftlichkeit optimiert sind. Computersimulationsverfahren machen es möglich, schon bei der Konstruktion die Umformdetails genauestens zu erkennen und zu planen. Das Ergebnis sind schnelle und kostengünstige Entwicklung bei höchstem Qualitätsstand und größter Flexibilität. Neueste CAD-Systeme tragen dazu bei, konstruktive Vorschläge schnell und präzise zu erarbeiten. Auch Teile, die auf den ersten Blick unscheinbar wirken, werden sorgfältig durchkonstruiert. Die Menge der Konstruktionsdaten, die zu ihrer exakten Beschreibung gebraucht werden, verdeutlicht dies. Zum Beispiel bei dieser Narbe für Planetenträger in Pkw-Automatikgetrieben, deren Entstehung wir beispielhaft durch alle Fertigungsschritte begleiten werden. Selbst schwierigste Geometrien können mit den modernen CAD-Systemen entworfen werden. Durch eine Vernetzung der Computersysteme stehen errechnete Daten für alle weiteren Schritte zur Verfügung. Zum Beispiel für den Werkzeugbau bei der Erstellung des Fräsprogramms für unsere Narbe. Dieses wird weitgehend automatisch erstellt und vom Computer optimiert. Das reduziert die Fertigungskosten und sorgt für ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit. Durch das Graphitfräsen entstehen präzise Werkzeuge für die Senkerosion. Die erforderlichen Daten werden hierzu online vom Programmierplatz eingespeist. Der Werkzeugbau ist eines der Kernstücke des Unternehmens. Hier konzentriert sich ein großer Teil unseres Know-hows. Mit 50 qualifizierten Mitarbeitern steht ein Maschinenpark auf hohem Technologiestand zur Verfügung. Metallbearbeitungszentren, CNC-Drehmaschinen, Hochgeschwindigkeitsfräszentren, Anlagen zum Senk- und Drahterodieren und anderes mehr.
Mit dieser Kapazität können alle Werkzeuge zu 100% im eigenen Haus gefertigt werden. So schnell, flexibel, wirtschaftlich und präzise, wie es die Kundenwünsche erfordern. In den letzten Jahren wurden über 4 Millionen Mark in den Werkzeugbau investiert. In technologisch anspruchsvolle Programmiersysteme und Maschinen. In modernste Messtechnik und in die Weiterbildung der Mitarbeiter. Bei der Kaltumformung werden einbaufertige Flächen produziert. Deshalb entscheidet das Werkzeugfinish bereits über die Oberflächenqualität der fertigen Produkte. Nach der Fertigstellung werden die Werkzeuge sorgfältig eingepasst und zu kompletten Vierfach-Werkzeugsätzen für die automatischen Mehrstufenpressen vorgerüstet. Geschulte und motivierte Mitarbeiter sorgen für ein Höchstmaß an Reproduzierbarkeit der Werkzeuge. Komplett vorgerüstet und vermessen können die Werkzeugsätze ihren Weg in die Produktion antreten. Für eine hohe Verfügbarkeit werden ständig Werkzeuge abrufbereit vorgehalten. Durch vorgerüstete Werkzeugsätze werden die Maschinenrüstzeiten stark verkürzt. Der Rüstvorgang erfolgt zum großen Teil automatisch. Die kurzen Stillstandzeiten kommen der Produktivität der Pressen zugute. Ausgangsmaterial für Seisenschmittteile sind Stabstähle verschiedener Dimension und Güte. Induktive Erwärmung reduziert die Zunderbildung. Ein sauberes, materialschonendes und umweltfreundliches Verfahren. Das Herzstück unserer Produktion. Automatische Mehrstufenpressen, die mit bis zu 150 Hüben pro Minute arbeiten und bis zu 9000 Teile pro Stunde ausbringen können. In der Slow-Motion-Aufnahme sieht man eindrucksvoll den Fertigungsablauf im Werkzeugraum der Presse. Auf diesen Pressen können Präzisionsteile mit geringen Bearbeitungszugaben in geschlossenen Werkzeugen hergestellt werden, ohne Gesenkschrägen und ohne Gradansatz. Teile mit bis zu 130 mm Außendurchmesser und 2,4 kg Einsatzgewicht. Die Leistungsfähigkeit der automatischen Mehrstufenpressen sichert unseren Kunden bei mittleren und großen Serien erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Qualität hat absolute Priorität. Daher sind an allen Fertigungsanlagen CAQ-Systeme im Einsatz, wie hier bei der statistischen Prozesskontrolle. Die In-Prozesskontrolle hat dazu geführt, dass fast eine Null-Fehlerquote erreicht wird. Die Umformwärme wird energiesparend zu einem kontrollierten Abkühlprozess genutzt. Bei einigen Teilen ist ein doppelt wirtschaftliches Verfahren möglich. In einem Pressvorgang werden gleich zwei Teile aus demselben Rohling hergestellt und mit dem Lochtrennverfahren separiert. Ein Beispiel dafür ist die Wälzlagerherstellung. Innen- und Außenring werden gleichzeitig gefertigt. So kostet jedes Einzelteil entscheidend weniger als bei separater Fertigung. Aus Vorformen der Mehrstufenpressen werden hier die Planetenträgernarben kalt nachgeformt. Der Umformprozess ist so genau, dass an den Teilen einbaufähige Funktionsflächen entstehen. Auch die kalt nachgeformten Teile werden sorgfältig auf Maßhaltigkeit kontrolliert, geprüft und für gut befunden. Diese Excenter-Nocken zur Spureinstellung sind nach dem Kaltumformen einbaufertig.
Hier werden Differentialkegelräder umformtechnisch mit einbaufertiger Verzahnung hergestellt. Bei diesen anspruchsvollen Teilen zeigt sich die Präzision der Kaltnachformung. Präzision und Produktivität kennzeichnen auch den Bereich der spannenden Nachbearbeitung. In einer Aufspannung erfolgt hier die spannende Bearbeitung von Kalotte und Bohrung der Differentialkegelräder. Dank modernster Technik eine Arbeit von Sekunden. Durch gezielte Investitionen stellen wir uns auch hier auf die wechselnden Marktanforderungen ein. So lassen sich die steigenden Ansprüche unserer Auftraggeber hinsichtlich Qualität, Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit bestens erfüllen. Die stetige Verbesserung der Fertigungsmethoden dient auch dazu, im Interesse der Kunden technischen Vorsprung zu sichern. Hochgenaue Prüfeinrichtungen und Messmaschinen garantieren und dokumentieren die Präzision im Sinne unseres Qualitätsmanagements nach DIN ISO 9001. Die Anzahl der Messpunkte gibt eine genaue Darstellung der Zahnflanken. Die gefertigten Artikel werden für die Lieferung an die Kunden kommissioniert und verladen. Just-in-Time-Lieferung ist für unsere Auftraggeber eine wichtige Anforderung und für uns ein selbstverständlicher Unternehmensservice. Noch während der LKW seine Fahrt zum Bestimmungsort antritt, werden die Versanddaten bereits online an den Kunden übertragen. Pünktlich sind die avisierten Teile eingetroffen und können nach dem Abladen sofort in die Produktion übernommen werden. Hier im Automobilwerk erfolgt die noch notwendige mechanische Bearbeitung bis hin zum Fertigteil. Gemeinsam mit dem Abnehmer ist unser Beispielteil so verfeinert, dass die Nachbearbeitung auf das gewünschte Minimum reduziert ist. Die Steckverzahnung der Planetenträgernarbe wird geräumt. Anschließend erfolgt ein induktives Härten der Narbe. Vollautomatisch werden die Komponenten zu einer Baugruppe zusammengestellt. Der Planetenträger bildet dabei ein Herzstück im Automatikgetriebe. Der komplette Planetensatz auf dem Weg zur Endmontage. Unser Planetenträger ist als Teil der Baugruppe an seiner letzten Montagestation angekommen. Der Mensch ist unersetzlich. Feinfühlig wird die Einheit von Hand in das Automatikgetriebe eingesetzt. Seissenschmidt-Produkte finden sich auch in Schaltgetrieben, für die alle Zahnradrohlinge auf Mehrstufenpressen hergestellt werden können. Oder als Schaftgabeln und Kreuze in Kardanwellen. Als Differentialkegelräder mit einbaufertiger Verzahnung. Als einbaufertig gepresste Exzenternocken für die PKW-Spureinstellung. Oder als Flansche und Narben für PKW-Wasserpumpen. Die Vorteile der Umformung in Mehrstufenpressen mit anschließender Kaltnachformung liegen neben der hohen Ausbringung vor allem in der Einsparung von Bearbeitungsgängen. Bei dieser Narbe entfällt ein Großteil der mechanischen Nachbearbeitung. Weitere Vorteile: geringe Bearbeitungszugabe und sehr kleine Radien. Bei diesem Differentialkegelrad entfallen die kostenintensiven Fräsarbeiten für die Verzahnung. Der durchgehende Faserverlauf führt zu optimaler Bauteilfestigkeit. Auch bei diesem Dreiarmflansch sorgt die Kombination aus Warmumformung und Kaltnachformung für einbaufertige Funktionsflächen mit hoher Genauigkeit und für geringste Nachbearbeitung. Umfassendes Know-how, qualifizierte Mitarbeiter und modernste Technik bilden die Grundlagen für die Leistungsfähigkeit der HB Seissenschmidt AG. HBS heißt höchste Präzision, beste Qualität und schnellster Service. Für die Märkte der Zukunft
für die Zukunft der Märkte.